Willkommen zurück zu Stadio Valley. Ich würde sagen, nix. Huch, nein, nicht schon wieder ins Bett gehen. Denkt dran, den Tatort zu gucken, bevor ihr rauslauft. Stimmt. Ich guck bei dir, Alex. Trampo. Ja, gönn dir. Wo ist denn dein Fernseher hier? Es ist ja einfach nur voll mit Fässern. Hab ich überhaupt einen Fernseher? Ich weiß das gar nicht. Ja, wo ist dein Fernseher? Ja, Konrad ist der, Inneneinrichter. Ja gut, du lädst uns ein, fernzusehen, und dann hast du nicht mal einen Fernseher. Was ist da los? Irgendwo ist einer, der ist bestimmt nur gut versteckt. Ich weiß überhaupt nichts, das sind nur Fässer mit Marmelade. Das ist doch viel besser als ein Fernseher. Hättest du lieber einen Fernseher oder 600 Marmelade? Manu, kann ich deine Hacke ausleihen? Das ist echt schwierig. Ja, oder ich pack das mal hier bei den Marmeladen rein. Gealterter Schleimmakrelenleich. Das klingt auch wirklich appetitlich. Achso, Johann, wolltest du eigentlich noch ernten? Also, Kiefrüchte fertig? Ja. Mach ich. Wo sollen die Kiefrüchte dann hin? Erstmal in diese Saatkiste. Das geht klar. Das sind echt ganz schön viele. Da ist doch der Fernseher, Johann. Was willst du denn? Was? Steht hier, in der Küche. Heute gibt es Krabbenkuchen. Krabbenfleisch ist zwar ziemlich zart, aber wenn man es mit Brotkrümeln und Eiern mischt, kann man dem Ganzen etwas mehr Volumen geben. Das ist der Grund, warum Kuchen meine bevorzugte Methode ist, Krabben zu essen. Aber bevor du mit dem Schalenpulen beginnst, mach dich auf meine essentielle Gewürzmischung gefasst. Aha, Krabbenkuchen, alles klar. Da fehlt übrigens eine Fackel, Konrad, ne? Da ist noch Platz. Fehlt eine Fackel. Als ob. Ups. Nochmal zu fragen, soll ich nochmal Kibon hier einpflanzen? Oder nicht? Ich wo ist jetzt hier? Schon nur, auf der Farm. Auf der Farm? Also wenn du Bohnen hast, dann pflanze sie mal ein. Okay. Wie viel hast du geerntet? Jetzt sind es 190. Alter, der hört nicht auf abzutrüffeln. Und? Es sind schon wieder 6 Trüffel. Da sind aber noch welche angepflanzt, ne? Ja, ein paar sind da noch. Die wachsen. Gut, wieso hat denn hier schon wieder wochenlang keiner die Trüffel weggenommen? Ich verstehe das auch nicht, warum die Leute wochenlang immer warten damit. Das ganze Feld ist voll getrüffelt und keiner erntet das ab. Das ist unglaublich, oder? Ich mach mich jetzt auf den Weg zu. Ja, aber gute Fahrt, Johann. Denk dran, Schwimmreifen einpacken, falls was passiert. Ist es mal schon mal passiert, dass das gekentert ist und dann du irgendwo aufgewacht bist? Dann? Ja, das ist furchtbar. Schade. Oh, haben wir. Oh, ich bin jetzt eine Woche mindestens mit Maru zusammen. Sie hat gerade gesagt, noch eine weitere Woche. Prost. Achso, ihr seid jetzt schon am Trinken, das gehört sich auch. Ja, natürlich. Es ist doch nicht mal. Oh doch, jetzt ist es 12. Ja, es ist wärmer. Also schon bis 12 gewartet. Das ist trotzdem recht. Du wieder. Immer diese Alkoholiker. Nein. Wie, auf der Insel ist alles voll mit Zeug. Hä, hey, warum
Hat heute jemand schon die Krabbenreusen abgeerntet? Nö. Nein. Gestern? Nö. Nein. Warum ist denn da nichts mehr drin? Vielleicht war Sven... Ja, weil Sven nicht eingeloggt ist. Wenn Sven nicht da ist, müssen wir Köder reintun. Ich habe da noch die ganze Woche noch nichts drin gesehen. So. Ehrlich ja, gesagt. Weil Sven irgendwann auch nicht da war und dann sind keine Köder da drin. Das ist ja schrecklich. Musst du da Köder reintun, wenn du da was drin haben willst. Als ob ich jetzt Köder hätte. Ja, weiß ich ja nicht, was du alles so mit dir rumschleppst. Ich wollte einfach nur ganz gemütlich hier schön Fischen leveln. Jetzt ja, muss ich selber ja. die Angel auswerfen, typisch. Ja, gerne hier alles. Ich weiß auch nicht, wann ich endlich mal hier das alte Sammeln auf Level 10 krieg. Ich hack schon seit Jahren Holz. Ich hänge auch irgendwie schon auf Level 9 fest. Ich kann das verstehen, mich frustriert es auch. Also Alex, ich glaube, wir haben nur 95 von diesen Yams. Du hast einfach 5 weggehackt. No! Oder 15. Ja. Ich habe, glaube ich, ungefähr 110 angepflanzt. Zur ja, Sicherheit. Das tut mir leid. Das ist ja gut gelaufen dann. Ich wusste nicht, dass das Yams sind. Ja, okay. Und dass sie wichtig sind. Erst habe ich nur die Sachen weggehackt, die schon geerntet waren quasi. Und dann kamen Sven und Johan an und meinten, nö, wir brauchen auch noch Platz für Keybone. Dann habe ich gesagt, kein Problem, ich hack euch was weg. Das waren dann die Yams. Nice. Ja. Na gut, dann chippe ich die mal. Ja, nächstes Jahr. Das tut mir leid. Ja, ist okay. Was soll ich denn machen? Ja, oh, ist okay. Wer ist denn gerade auf der Insel? Ist Johan gerade auf der... Johan ist auf der Insel. Johan, was machen denn die Key-Früchte auf der Insel? Sind die fertig? Die sind fertig. Ah, okay. Magst du die... Die sind alle fertig? Fast alle? Weiß ich nicht. Ja, sind alle fertig. Ach, Timo ist auch auf der Insel. Stimmt. Ja, dann ernte doch mal, oder? Dann sehen wir, wie viele wir noch pflanzen müssen. So, oh, Mist. Okay. Die kosten 40. Okay, dann wird das nix. Wir haben aber schon was geschippt, oder? Woran sieht man jetzt, wie viele wir schon... Du kannst gucken, wie viele wir schon geschippt haben in der Quest-Fortschrittsanzeige. Wir brauchen noch 299. Okay. Ich glaube, in der Materialtruhe hatte ich auch noch welche rein getan. Also, in der Farm sind jetzt, glaube ich, um die 100... Nee, ich glaube, mehr 200 Stück oder so. Ich geh gleich mal gucken, sonst ernte schon mal und dann sagst du, wie viele du hast. Und dann sag ich dir, wie viele wir noch auf der Farm haben. Na gut, ich glaube, 3 Stück sind doch noch nicht fertig. Das ist okay. Naja, egal. Ich habe auch ein paar, habe ich später noch eingepflanzt. Ja. Ich dann gleich wieder normales Gewächs hier pflanzen. So. Gerne also meinen Garten hier mit zurück. Wie viel hast du, Johann? Ich habe 43. Ich habe 138, das ist, heißt, wir haben 181 plus die da noch sind. Das sind nochmal irgendwie 8 oder so. Sind wir bei 189. Und wie viele brauchten wir insgesamt? Und ich glaube, dann damit haben wir 390, wenn wir die shippen würden. Ich habe hier noch 284 gerade aus einer Kiste geholt. Ja, dann schipp doch, dann, genau, du schippst mal deine und wir schippen unsere und dann haben wir's. Ja. Ja, super. Dann schipp mal. Was los? Ja. Ist noch irgendwas? So, dann können wir ja wieder ein bisschen Sachen anpflanzen. Ja, jetzt kannst du dich wieder austoben mit den Beeten, Johan. Ja, mein Kopf kann wieder. Okay, ich pflanze mal ein bisschen Ananas. Sehr gut. Ich bin ein bisschen, soll ich. Ich glaube, ein paar Melonen jetzt.
Huch. Da flog auf einmal wieder so eine Kiefrucht rum vor der Kneipe. Tomaten. Erdbeeren. Erdbeeren kann man dann noch abpflücken und die Pflanzen sind dann noch da, ne? Ja. Sehr gut. Ich hatte auch die Sachen, die ich dann abgekloppt habe, außer den Yams. Hatte ich alle vorher geerntet. Und die Sachen dann auch nicht verkauft, sondern in die Kisten getan, glaube ich. Zumindest weitestgehend. Das heißt, die sollten man nochmal versaaten können und dann wieder einpflanzen können. Sehr gut. Sarte ich vielleicht ein bisschen was. Sehr wichtig. Ich muss ja noch Bier brauchen. Ja, immer dieser Alkoholiker. Ich versorge dich zumindest mit deinem Zeug. Muss mir dann auch ein bisschen zuvorkommen sein. Das ist nett von dir, Johann, dass du mich mit meinem Zeug versorgst. Ja. Ja, geschickt. Sagt mir jemand so um Mitternacht Bescheid, bitte? Mhm. Wie spät ist jetzt? Es ist 22 Uhr. Haha, danke. Nein, was war das? Unfair. Was passiert? I disagree. Was ist dir widerfahren? Ich bin gestorben. Weil ich in einen. Ich dachte, es wäre ein Upgrade reingelaufen bin. Und es hat mich einfach gekillt. Okay. Sauerei. Reise des Präriekönigs, Johann. Achso. Das wäre dein Game. Ach, hä? Upgrades? Hast du eine Mine? Was hast du da gemacht? Ich versuche das Spiel durchzuspielen hier. Versuche den Highscore zu knacken. Und der König der Spielhalle zu werden. Ich schlafe. Es ist 10 nach 12. Oh. Dann sollte ich ins Bett. Der Boss? Ah ne, der Händler. Geld, ich habe 10 Geld, ich brauche eine Pistole. Keine Ahnung, was das ist. Dann gehe ich weiter. Und dann sage ich Tschüss. Alter, die ist ja immer noch hier. Los, Pferdchen, trag mich nach Hause, geschwind wie der Wind. Mein Pferd sagt und wird müde. Sprechblase war irgendwie eher am Pferd als an mir. Und ins Bett. Gute Nacht. Sehr schön, das war eine sehr erfolgreiche Woche. Wir sollten den Sonderauftrag. Ja, da steht es. Kiesernte ist erfüllt. Wundervoll. Wir haben ja da ganz gut Geld verdient heute. Was wurde denn da verkauft? Vieles Verschiedenes. Brombeergelee. Süßkartoffeln. 465 Kiefrüchte haben wir heute verkauft. Wow, damit sind wir auf die 500. Wir kommen sogar deutlich drüber. Haben die Quest also erfolgreich erledigt, kriegen dafür reichlich, ich glaube 50?
40 oder 50 von diesen Key-Diamanten. Davon kann 100. Johann sich dann bestimmt... 100? 100. Ich glaube 100. Okay. Viele Key-Diamanten, davon kann Johann sich dann seine Galaxieseelen kaufen, mit denen er seine Waffe verbessern kann. Aber das alles... Das ist zu teuer. Kommt erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss! Tschüss!